Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 auf unserem Multiplayer-Projekt und heute wieder mit am Start unser Virus V9. Hallo Virus. Ja, hallo. Ja, wir sind mittendrin im Kampf noch. Ihr seht, ich bin gerade an letzte Züge in den Maisfall abzuhäckseln. Sind noch zwei, drei Anhänger voll, denke ich mal. Dann haben wir das. Du versorgst schlapp unsere Kühe noch ein bisschen, gell? Ja, ich versuche gerade noch die letzte Ladung Futter hier bereitzustellen. Ich habe letztes Mal noch ein bisschen Stroh runtergefahren. Dass die wieder glücklich sind und uns glückliche, freilaufende Milch geben. Wiesenmilch wäre das bei uns irgendwie, so ein Label. Das ist egal, solange es nicht Bio heißt. Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht Bio. Das hatten wir das Thema schon mal. Ja, Gott sei Dank. Unser Schwabe ist ja so ein totaler Fan, was Bio anbelangt. Jo. Total. Bei ihm gibt es nichts anderes als Bio und da er am Morgen sein Biomilch noch trinken möchte, will er nicht, dass wir hier Bio produzieren. Genau. Na, lass mal das Thema. Genau. Nein! Mach's jetzt. Oh. Jetzt ist. No, nee. Nicht so gut. Oh, Scheiße. Ich hab grad einen Heuballen. Da kommen wir gar nicht mehr hin, ne? Scheiße. Der ist mir über den Zaun hinweg geflogen. In die Kuhweide rein, oder wie? Ist das eine Kuhweide? Ansonsten in der Weide. Ich glaube, ich krieg den nicht mehr. Ach, drüber, wo das Gebäude steht, das Haus steht. Nee, nicht mal. Da sind ja nur Bäume. Ja, dann lassen wir das Fliege erstmal. Ja, vielleicht komme ich ja noch hin. Vielleicht kann ich ihn noch anpieksen. Oh, das sieht schlecht aus. Da kommt es auf ein paar Jahre nicht an. Mein Gott, wir können mehr die Wiese wieder, dann haben wir wieder Heu. Was soll das? Schade ist es da trotzdem. Naja, oh, der Stimmig ist so blöd, ich komme wirklich nicht an ihn ran. Passiert halt. Was? Nee, ich bewege nur noch weiter weg. Muss ich aber doch einmal geschwind angucken. Der ist so blöd da rüber geflogen. Und ich sehe rundherum Zaun. Oh. Nicht Heu. Ja, Stroh meine ich. Aber ich glaube, der Zaun ist rundherum, so ich das sehe. Ja, der ist rundherum. Ja, gut, der ist halt so, schade. Ist fürs Personal. Ja, genau, das ist die Eisenreserve. Wahrscheinlich, wenn wir hier im Let's Play mal aufhören, habe ich dann einen riesen Haufen voller Ballen da drüben liegen. Ja, wieso fährst du eigentlich auch hierher mit dem, weil es so viel einfacher, wenn du da fährst? Ja, bis jetzt hat es immer geklappt, ja, auch. Ja, weg, ja, auch näher, weißt du? Also, ja, gut. Du weißt ja, einfach ist langweilig. Ja, einfach kann jeder, gell? Ja, eben. Ich wollte jetzt mal zeigen, wie man es nicht macht. Okay. Auch das muss gekonnt sein. Das ist richtig. Nicht können, weil sonst denkt ja jeder. Naja, weil sonst denkt ja jeder, ach, das ist so lang, das kann ja jeder, das ist total einfach. Eben. Da haben sie ja nichts überlegt, viel zu einfach gemacht und so. So. Aber man sieht schon, dass er Herausforderung ist. Genau. Juhu, jetzt habe ich es sogar geschafft. Ich für unseren Virus. Ja, ja, bla bla bla. Herr Vorarbeiter. Naja, einer so. Muss ja was machen. Ja, ja, ist gut. Ein bisschen machen muss ich, dann musst du es, ja. Richtig. Aber weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Nee, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen. Wir haben doch beim Händler noch ein Vorderband über. Haben wir das? Ich weiß gar nicht. Hast du eins gekauft? Ja, da müssen wir eins stehen. Wenn dem so sein sollte, könnten wir das eigentlich zur Kuhweide fahren, um Misch zu laden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo man Mist überhaupt lädt. Da gegenüber von deinem Futtermischwagen. Ah, diese komische, das Becken da, also diese Nische. Genau. Ah, dann steht der Mist. Jo. Nee, da muss man schauen, ob da schon was ist. Da wird er hin transportiert. Automatisch. Automatisch, oder wie? Ja, ja. Da kann man schauen, der war am Anfang leer, wo ich mich daran geachtet habe. Aber Tatsache, da ist was drin jetzt. Natürlich ist da was drin. Sieht aber aus wie. Ja, gut. Wie war's? Kann ich das mit der Futtermaschine aufsaugen? Was willst du damit machen? Wieder Kühe wieder verfüttern oder so.
Ja klar. Du gehst ja auch. Sieht auch. Du gehst ja auch aufs Klo, holst raus und festpass wieder, oder? Ja klar. Also so. Ja, da komme ich auf die Idee sonst. Schweizer Schocki. Nee, ich hab gesagt, ja, jetzt weiß das Geheimnis. Das ist eben die spezielle okay, Note, dass die Schweizer Schokolade ausmacht. Nee, also Scherz, aber. Ich habe gedacht, dass meine Maschine, die Futtermaschine sieht aus wie ein Staubsauger, da wäre das Zeug da schnell weg gewesen, habe ich so überlegt. Und was willst du denn machen mit dem? Irgendwo hinkippen, keine Ahnung. Ja, und der Kittel liegt da, was bringt dir das dann? Da brauchst du einen Mischstreuer, damit du das nicht als Dünger auf die Felder fahren kannst. Stimmt auch wieder. Oh, ich habe vergessen, wieso habe ich die Zeit gestoppt? Nicht gestoppt. 5 Minuten haben wir, okay, 6. Gut. Komisch, ich habe die Stoppuhr bei der ersten Aufnahmeversuch habe ich gestartet, dann hast du dich ja verredet, also dass die Zuschauer jetzt nicht sehen. Frühestens, wenn das Feld mit Mais abwechselnd ist. Dann hast du genau 10 Minuten Zeit. Ja, das reicht. So, okay, also ich habe die Kühe genug ernährt, okay. Ich habe ihn jetzt dreimal gefüllt. Da könnte ich eigentlich theoretisch den Mähdrescher abtanken und ich sehe,